You are asking 100 people, 99% say you are from local. Der beste Balık Ekmek, den ich hier in Istanbul gegessen habe. Fresh. Einfach fresh. Warum auch immer wurde ich gerade von der Polizei beim Filmen unterbrochen. One, how much? You sleep? Yes. 15. 20, I'll do. 15. I am sorry. Ich habe gehört, wenn man YouTuber werden will, muss man die Leute mit Freunde ansprechen. Also, yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen aus dem wunderschönen, sonnigen, kalten Istanbul. Heute allein unterwegs. Und was man mit 10 Euro in Istanbul alles bekommt, checken wir heute aus. Wir fangen an mit dem bekannten Emin Usta, bei dem es Balık Ekmek geben soll. Ich weiß nicht, ob er offen hat. Wir gehen einfach mal hin und checken aus. Hier, Freunde, da vorne kann ich den Laden schon sehen. Sieht aus, als hätte ich Glück. Assalamu alaikum. Emin Usta. Emin Usta, can I have one? One? Yes, bitte. Und nebendran ganz klassisch der Kettenladen, wie man es auch sonst so kennt, oder? Wir haben hier drin Tomatensalat, saftige eingelegte Zwiebeln, Zitronensaft, Granatapfelsauce, verschiedene Gewürze. Das Ganze wird dann gegrillt und nochmal mit Granatapfelsauce geschmiert, dann mit den Kräutern bestreut und dann nochmal komplett von allen Seiten angebraten. How much? 30. I sit here, yeah? Okay, ich habe jetzt 30 Lira bezahlt, was umgerechnet 2 Euro sind. Exakt 2 Euro. 10 Euro sind momentan 150 Lira. Und dann tasten wir das Ganze mal. Schmeckt heftig. Das war auf jeden Fall das Beste oder der beste Balık Ekmek, den ich hier in Istanbul gegessen habe. Wer in der Türkei ist, kommt auch um den frischen Granatapfelsaft nicht rum. Den gibt es jetzt erstmal als Erfrischungsdrink nachgespült. How much? 20. 20, okay. Teşekkür ederim. Thank you. Hara çeyrek. Where you from, brother? Germany. Deutsch. Oh, hello. But you're looking, Istanbul. You're looking from Turkish people. Yeah, everyone say, but I'm not Turkish. You are asking 100 people, 99% say you are from local. Originally Deutsch, huh? По-русски знаешь, да? Чуть-чуть, да. Конечно, ладно. А туристский Истанбул, вот он. Туристский. Откуда садится? Какой отель? Отель? Per Rapport. Per 20 Lira, also nochmal 1 Euro und 30 Cent ungefähr. Fresh. Einfach fresh. Angekommen am Taksim Square bzw. Taksim Platz, suchen wir jetzt die bekannten Wet Burger, also die nassen Burger. Hinter mir seht ihr gleich 3 Läden, die die Burger verkaufen. Wir probieren jetzt einfach mal einen aus. So ein Burger kostet einfach 10 Lira. Wo ist das? Hamburger? Tischke. Okay.
Okay, da haben wir den Istiklar Burger. Der sieht eigentlich gar nicht so appetitlich aus. Mit einem kleinen Köftespieß drin. Einfach mal rein, weil ich. Sorry, Englisch. Warum auch immer wurde ich gerade von der Polizei beim Filmen unterbrochen. Zivilpolizei hat mir nur einen Ausweis gezeigt und gesagt, also ich habe verstanden, ich soll da nicht filmen. Ich habe natürlich auch nicht nachgefragt, der konnte auch kein Englisch. Aber der Burger war auf jeden Fall top für 9,5 Lira, was umgerechnet um die 60 Cent sind. Kann man sich echt nicht beschweren. Und er schmeckt besser, als er aussieht. Natürlich darf traditionell auch ein Baklava mit Eiscreme nicht fehlen und ein türkischer Chai. Das Konzert wurde genauso schnell unterbunden wie mein Film vorher. Anscheinend darf man hier. Anscheinend ist hier Filmen oder Battlen oder Musik spielen nicht erlaubt. Wenn ich richtig liege, haben wir noch ungefähr 40 Lira übrig. Mal sehen, was wir damit noch finden. Okay, no problem. I'll give you. You have anything 20? 20. Yeah, no. Yeah, I can give it 20 little like this. It's better. Yeah. This is better. This one how much? You sleep. Yes. This one how much? 20 euros. With 20 euros. Lira. I joke. 20 lira, I said, yes. I'm joking with you. Change. thank you. No, change. No, thank you. That's good. Teşekkürler. Teşekkürler, yes. All right. Bye bye. You are welcome. You are welcome. Nice to meet you. Bye bye. Das ist so ein kleines Souvenir. Ja, so ein Chai. Was ist das, Schmuckbox oder? Chai Glas ist auch geil. No, normal Chai Glas. I have one. Ah. You want with spoon or without spoon? Without spoon. Without spoon, 35 lira. 15 lira. No. 1 euro. 20 lira I'll do for you. 15. 20 I'll do for you. 15. 15 can. Really, I can't. I am sure. 20 lira, ein Chai-Glas. Ich gehör. You're welcome. Have a nice day. Das heißt, wenn meine Berechnungen richtig sind, habe ich jetzt noch ungefähr 20 lira übrig für das 10 Euro Video. Aber Uhr ist ein bisschen teurer als 20 Lira. Also tun, als ob ich den nicht verstanden habe. Auf Egalbasis. Ich kenne hier diese Kaugummi-Automaten von früher. Ein bisschen hart, aber es ist genau das Feeling von damals. So, da habe ich. 10 Liter, okay? Hä? 10 Liter. Okay. 15, Baba, ja. 10 Liter. Gib mir Money, gib mir. Okay. Ja. This is 10 Euro. This is good.
Alles in allem haben wir für 150 Lira, was 10 Euro entspricht, ein Balik Ekmek, ein Granatapfelsaft, ein Islak Burger, Baklava, Chai, ein Konzert, Tee für zu Hause, ein Chai-Glas, ein Kaugummi und ein Magnet bekommen. Was meint ihr? Findet ihr, das ist günstig? Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mehr von solchen sehen wollt, lasst etwas Liebe da, indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Peace.